Vielen Dank für die Einladung hier nach Freiburg. Vielen Dank für die ehrenvolle Vorstellung, die mich etwas geniert. Ich hoffe, dass ich das jetzt einhalten kann. Die katholische Kirche hat ihre moralische Autorität in Liebe und Sexualität auch bei ihren eigenen Glaubenden heute weitgehend verloren. Zu meiner Vision von Kirche gehört aber, dass sie auch zu diesen Themen ihre Stimme wieder glaubwürdig in das öffentliche Gespräch einbringen kann. Liebe und Sexualität ist ein zu wichtiger Bereich menschlichen Lebens, als dass die frohe Botschaft ihn ausklammern könnte. 1968 hat die Enzyklika Humanae Vitae eine erste Welle ausgelöst, die bei vielen Glaubenden zum Vertrauensverlust geführt hat. Das kirchliche Lehramt hat sich damals prophetisch gegenüber einem sexuellen Anything Goes verstanden. Es lehnte künstliche Verhütung generell ab und hat auch in der Ehe alle Formen geschlechtlicher Aktivität als illegitim verworfen, die die Zeugung von Nachkommenschaft ausschließen. Dies entfremdete viele Glaubende. Viele erhofften sich damals mit neuen gesellschaftlichen Umgangsformen in der Sexualität auch eine katholische Öffnung zu einer verantwortungsbewussten und lebensbejahenden Sexualethik. Papst Johannes Paul II. Hat die kirchlichen Positionen in einer personalistischen Sicht weiterentwickelt und den Graben zwischen der kirchenamtlichen Sexualmoral und den Glaubenden damit weiter vertieft. Die weitgehende Erosion der Glaubwürdigkeit ist aber vor allem auch eine Folge der Missbrauchskrise. Menschen, die gerade auch in Fragen der Sexualität nach guten Hirten gesucht haben, sind unter Wölfe geraten. Und es ist bestürzend zu sehen, wie Papst Johannes Paul II. Versucht hat, die Ausrichtung der lehramtlichen Sexualität mit einer Theologie des Leibes zu vertiefen, andererseits sich dem Faktum einer weltweiten Missbrauchskrise mit erheblichen Traumatisierungen an Leib und Seele für alle Betroffenen nicht gestellt hat. Deshalb habe ich lange gedacht, Kirche sollte zu dem Thema einfach erstmal den Mund halten und zuhören. Ich glaube aber inzwischen, dass sich Liebe und Sexualität nicht aus dem Evangelium heraushalten lassen. Papst Franziskus hat die Kirche mit einem Feldlazarett verglichen. Die Kirche wird es aber annehmen müssen, dass viele Menschen, die von ihr verletzt worden sind, inzwischen anderswo Heilung ihrer Wunden erhoffen. Ich möchte dennoch die Hoffnung wachhalten, dass sich in Kirche Gemeinschaften finden, die in geistlicher Unterscheidung zur Tora und zum Evangelium greifen, um dort Weisung für ihr Leben zu finden und in dieser Weisung auch das Leben in Fülle wiederfinden und das auch in den Gebieten Liebe und Sexualität. Eine solche Kirche sind Menschen, die sich nicht primär als Menschen für andere, sondern als Menschen von anderen her verstehen, das heißt als Hörende, die sensibel sind für Impulse zu einer gerechten Ethik, die ihnen auch von außerhalb der Kirche zukommen können. Zu dieser Hoffnung möchte ich im Folgenden einen kleinen Beitrag leisten, dabei zunächst mit einem Blick auf den Missbrauch von Kindern und Kleinen aus der Sicht des Neuen Testaments, dann im zweiten Schritt mit einer Diagnose der Ursachen, die Missbrauch begünstigen in patriarchalen Denk- und Lebensformen, und schließlich möchte ich mit einem Ausblick auf einige Normen für Gerechtigkeit in Liebe und Sexualität schließen. Diese drei Abschnitte werden mit zunehmender Reihenfolge hörerfreundlich immer kürzer. Beginnen wir also mit einem Blick auf den Missbrauch von Kindern und Kleinen aus der Sicht des Neuen Testaments. Wer einem von diesen Kleinen, die an mich glauben, zu Fall bringt, für den wäre es besser, wenn ihm ein Mühlstein um den Hals gehängt und er in die Tiefe des Meeres versenkt würde. So heißt es in Markus 9,42 und Matthäus 18,6. Dieses Jesuswort bei Markus und Matthäus ist in der vergangenen Zeit gelegentlich auf Priester bezogen worden, die Kinder und Jugendliche missbraucht haben. Jesus spricht hier in bildhafter Weise von Verletzungen, die Kleinen angetan werden. Von dem griechischen Verb für zu Fall bringen, skandalizo, stammt das deutsche Fremdwort Skandal. Ein Skandalon ist eigentlich ein Fallholz, das zwischen die Beine geworfen wird, etwa bei der Jagd, damit ein Tier strauchelt und verletzt oder halbtot liegen bleibt.
für Menschen, die Kleinen das Leid antun, das Jesus mit dieser bildhaften Rede andeutet, spricht Jesus eine der schärfsten Warnungen im Evangelium aus. Der emeritierte Papst Benedikt hat im Frühjahr dieses Jahres mit einem Aufsatz im Bayerischen Klerusblatt auf die Missbrauchskrise und den Vatikanischen Kinderschutzgipfel vom 21. bis zum 24. Februar dieses Jahres reagiert. Darin ist er in einem Exkurs auch auf dieses Jesuswort eingegangen. Die Überlegung vom emeritierten Papst Benedikt sei hier etwas ausführlicher zitiert. Er schreibt: Angesichts des Umfangs der Pädophilie-Verfehlungen ist ein Wort Jesu neu ins Gedächtnis gedrungen, welches sagt, wer einem von diesen Kleinen, die an mich glauben, zum Bösen verführt, für den wäre es besser, wenn er mit einem Mühlstein um den Hals ins Meer geworfen würde. Dieses Wort spricht in seinem ursprünglichen Sinn nicht von sexueller Verführung von Kindern. Das Wort »die Kleinen« bezeichnet in der Sprache Jesu die einfachen Glaubenden, die durch den intellektuellen Hochmut der sich Gescheitdünkenden in ihrem Glauben zu Fall gebracht werden können. Jesus schützt also hier das Gut des Glaubens mit einer nachdrücklichen Strafdrohung an diejenigen, die daran Schaden tun. Die moderne Verwendung des Satzes ist in sich nicht falsch, aber sie darf nicht den Ursinn verdecken lassen. Josef Ratzinger kommentiert zu dem von ihm vermeintlich aufgedeckten Ursinn des Jesuswortes dann weiter: Wenn man heute diese in sich klare Auffassung vorträgt, trifft man im Allgemeinen bei der Frage des Schutzes des Rechtgutes Glaube auf taube Ohren. Der Glaube erscheint im allgemeinen Rechtsbewusstsein nicht mehr den Rang eines zu schützenden Gutes zu haben. Dies ist eine bedenkliche Situation, die von den Hirten der Kirche bedacht und ernst genommen werden muss. Ich möchte nicht länger auf die Problematik dieses Schreibens überhaupt eingehen und auch nicht darauf, mit welcher altpäpstlichen Sicherheit Josef Ratzinger hier seine Deutung eines Jesuswortes vorträgt, wenn er von dem intellektuellen Hochmut der sich Gescheitdünkenden schreibt. Sein Anliegen ist offenbar, die einfachen Glaubenden gegen vermeintlichen Hochmut zu schützen. Dies kann ich gut teilen, aber ich meine, dass es nicht hilft, eine saubere wissenschaftliche Diskussion biblischer Stellen gegen dieses Anliegen auszuspielen. Der Ursinn des Wortes, den Josef Ratzinger formuliert, ist nämlich nicht so klar, wie er dies vorgibt. Es stimmt, dass Jesus mit den Kleinen, die an ihn glauben, schlicht die Glaubenden meinen kann. Und dies sich nicht unbedingt auf Kinder bezieht, sondern auf Kleine, die in ihrem Glauben bedrängt werden. Die Anhängerinnen und Anhänger Jesu können dann insgesamt die Kleinen genannt werden. So spricht Jesus auch von den Jüngerinnen und Jüngern häufiger als den Kleingläubigen, den Oligopistoi. Dies wird aber vor allem für das Matthäus-Evangelium diskutiert, auf das ich nachher noch zurückkommen werde. Das Jesuswort steht aber schon im älteren Markus-Evangelium in einem Zusammenhang, der diese Bedeutung nicht nahelegt. Kurz vorher stellt Jesus dort den Jüngern, die sich über Machtfragen unterhalten, wer von ihnen der Größte sei, ein Kind in die Mitte und nimmt es in seine Arme. Darauf folgen zwei kurze andere Worte und darauf die scharfe Warnung Jesus an diejenigen, die einem von diesen Kleinen ein Leid antun. Bei Markus bezieht sich das Demonstrativpronomen diese daher also wahrscheinlich auf das Kind zurück und Jesus warnt alle, die Kinder verletzen. Auf dieses Wort folgen bei Markus weitere Warnungen in ähnlicher Schärfe. Jesus richtet sie aber nicht an Menschen, die Kinder zu Fall bringen, sondern an diejenigen, die durch Teile ihres eigenen Körpers zu Fall gebracht werden. Wenn dich deine Hand zu Fall bringt, dann hau sie ab. Es ist besser für dich, verstümmelt in das Leben zu gelangen, als mit zwei Händen in die Hölle zu kommen, in das nie erlöschende Feuer. Wenn dich dein Fuß zu Fall bringt, dann hau ihn ab. Es ist besser für dich, lahm in das Leben zu gelangen, als mit zwei Füßen in die Hölle geworfen zu werden. Und wenn dich dein Auge zu Fall bringt, dann reiß es aus. Es ist besser für dich, einäugig in das Reich Gottes zu kommen, als mit zwei Augen in die Hölle geworfen zu werden.
Eine zum Teil fast wortgleiche scharfe Warnung auf das Auge und dann auf die rechte Hand bezogen steht in der Bergpredigt, dort unmittelbar nach dem Wort über Ehebruch. Es steht also dort im Zusammenhang mit Verstößen gegen Vorschriften der Tora im Bereich der Sexualität. Bei Markus gibt der Zusammenhang mit dem vorangehenden Wort Jesu über die Kinder diesen unerbittlichen Warnungen wohl am besten folgenden Sinn. Jesus spricht damit direkt potenzielle Gewalttäter an, die sich an Kindern vergreifen. Mögliche Täter sollen auch schon beim ersten Aufkommen von Gewaltgedanken nicht versuchen, irgendeine Form von Kompromiss mit ihnen einzugehen. Sie sollen sich vielmehr so weit wie möglich gegen solche Gedanken schützen, sonst geraten sie in eine Situation, in der sie ihre Gewaltwünsche nicht mehr zurückweisen können. Es ließe sich nun noch diskutieren, über welche Gewalt oder über welches Unrecht an Kindern Jesus hier spricht. Der bedrohte Glaube der Kinder ist hier vom Zusammenhang allerdings wenig wahrscheinlich. In Frage kommt vielmehr, dass Kinder vernachlässigt worden sind, dass Eltern oder Pädagogen sie grausamen Erziehungsmaßnahmen unterzogen haben. In Frage kommt Kinderarbeit oder auch die Anleitung zur Bettelei und zur Kriminalität. Solches Leid erfuhren Kinder in der Umwelt Jesu verbreitet und sie erfahren es auch heute noch. Noch wahrscheinlicher ist allerdings, dass sexuelle Gewalt an Kindern zumindest mit gemeint ist. Das griechische Wort für Kleine muss sich nicht auf Babys oder Kleinkinder beziehen und das Kind, das Jesus in die Mitte seiner Jünger stellt, kann mit dem griechischen Wort Paidion ein 14-Jähriger gewesen sein. Das ist ein Alter, in dem vielen Jugendlichen sexuelle Gewalt angetan wird. Das Verb zu Fall bringen wird in der biblischen und jüdischen Literatur häufiger im sexuellen Zusammenhang verwendet. Auch Hand, Fuß und Auge können für sexuelle Verführungen stehen. Der lustvolle Blick hatte sogar sprichwörtlich sexuelle Konnotationen. Wahrscheinlich hat Jesus daher scharf vor sexueller Gewalt gegenüber Kindern gewarnt. Dies ist zumindest die naheliegende Bedeutung dieses Wortes im ältesten Überlieferungszusammenhang bei Markus. Im jüngeren Matthäusevangelium ist das Jesuswort in einen größeren Zusammenhang gestellt, im Kapitel 18. Dabei hat Matthäus die Warnung vor sexueller Gewalt gegenüber Kindern im Vergleich zu seiner Vorlage bei Markus noch deutlicher gemacht. Die kurze Mahnung zur Duldsamkeit, die vorher in Markus 9, 38 bis 41 noch den Zusammenhang unterbrochen hat, ist bei Matthäus weggelassen. So verweist die Warnung vor dem Unrecht an Kindern unmittelbar auf das Kind in der Mitte der Jünger zurück. Gleichzeitig ist die Warnung bei Matthäus noch um einen apokalyptischen Weheruf ergänzt. Weh der Welt wegen der Skandale. Es ist nämlich notwendig, dass die Skandale kommen, aber weh dem Menschen, durch den der Skandal kommt. Wahrscheinlich hat das Matthäusevangelium diesen Weheruf auch aus sprachlichen Gründen ergänzt, denn auch hier findet sich das griechische Wort Skandalon. Ich habe es hier einfach als Fremdwort wiedergegeben. Ich halte aber für wahrscheinlich, dass der Evangelist mit dem Weheruf auch eine Jesusgemeinde in der griechisch-römischen Diaspora im Blick hatte, die sich noch stärker als die Jesusbewegung in Palästina mit sexuellen Verhältnissen zwischen erwachsenen Männern und heranwachsenden Jugendlichen konfrontiert sah. Sexuelle Beziehungen von erwachsenen Lehrern zu jugendlichen Schülern waren in bestimmten griechischen hellenistischen Kulturmilieus nicht nur gesellschaftlich akzeptiert, sondern als Erziehungsmethode anerkannt. Im Judentum in Palästina wurden sie dagegen scharf abgelehnt. Deshalb hat der Evangelist die Erfahrungen der Jesusgemeinde mit Pädosexualität in ihrem neuen Umfeld als Zeichen der apokalyptischen Bedrängnis vor dem nahe bevorstehenden Ende gedeutet. Jesus spricht dann bei Matthäus gleich noch zwei weitere Male von den Kleinen. Er warnt davor, die Kleinen gering zu schätzen, denn ihre Engel im Himmel schauen das Angesicht des Vaters, in Matthäus 18, 10. Und direkt darauf erzählt Jesus das Gleichnis von einem verlorenen Schaf, für dessen Suche der Hirte das Leben von 99 Schafen auf das Spiel setzt.
Bei Matthäus hat dieses Gleichnis einen anderen Zusammenhang erhalten als bei Lukas. Es beendet diese Abfolge von Jesus Worten und Zeichen mit dem Satz: So ist auch der Wille eures Vaters in den Himmeln, dass nicht eines dieser Kleinen verloren geht. Die verschiedenen Überlieferungsstoffe sind bei Matthäus offensichtlich von einer Redaktion bewusst in dieser Reihenfolge zusammengestellt worden. Es ist nun möglich, dass die Bedeutung von die Kleinen in dieser Zusammenstellung irgendwann wechselt und damit nicht mehr Kinder, sondern schlichte, einfache Glaubende gemeint sind. Das vermutet diesmal nicht Josef Ratzinger, sondern Ulrich Lutz, ein weithin anerkannter Matthäus-Exeget. Dies scheint mir aber auch hier die unwahrscheinlichere Erklärung. Bei Matthäus heißt es zwar im Unterschied zu Lukas, dass das Schaf sich verirrt habe. Das griechische Wort für Irrtum, planä, muss sich aber nicht auf den Glaubensirrtum einer kontrahierenden religiösen Partei beziehen, sondern kann auch sexuell gemeint sein. Es muss auch kein schuldhaftes Irren meinen, sondern kann auch ein Verlorensein von Menschen meinen, die als Kinder tief verletzt worden sind. Für viel plausibler halte ich daher, Matthäus hat diese Komposition von Jesusworten im Blick auf Kinder und Jugendliche und ihre Bedrohungen im neuen gesellschaftlichen Umfeld seiner Jesusgemeinde geschaffen. Diese befand sich wahrscheinlich im Osten des Römischen Reiches in einer griechischsprachigen Umgebung und war dort städtischer, gebildeter und stärker hellenistisch geprägt als die Welt der ersten Jesusbewegung in Galiläa. Deshalb musste sich die matthäische Jesusgemeinde neuen Herausforderungen stellen. Dazu gehörte, dass Kinder und Jugendliche leichter sexuelle Gewalt erfahren konnten, denn männlicher Sexualität waren für den sexuellen Verkehr mit Kindern in hellenistischer Kultur keine vergleichbaren gesellschaftlichen Grenzen gesetzt wie in Palästina. Die Jesusüberlieferung der Matthäusgemeinde weiß aber um die Verletzbarkeit von Kindern und Jugendlichen durch sexualisierte Gewalt und sie stellt sie deshalb unter besonderen Schutz. Kinder und Jugendliche gehören mit ihren Engeln in die unmittelbare Umgebung Gottes. Jedes einzelne verletzte Kind und jeder einzelne Jugendliche, der sexuelle Gewalt erfahren hat, ist wert, dass die ganze Gemeinde versucht, sie wieder zu erreichen. Diese Sorge muss sogar so weit gehen, dass die Gemeinde alle anderen Sorgen dabei aufs Spiel setzt. Diese ethische Norm ist im Gleichnis von dem einen verlorenen Schaf bei Matthäus zu entnehmen. Die 100-1 Schafe und die Sorge, die sie erfordern, darf nicht größer sein als die Sorge, die notwendig ist, um das eine wiederzugewinnen, das sich wegen seiner Verletzungen verloren hat. Eine Institution erfordert Engagement zu ihrem Schutz, aber dieses Engagement darf die Sorge für diejenigen nicht behindern, die sich in der Institution nicht mehr vertreten sehen. Damit bin ich am Ende meines ersten Teils mit dem Blick auf den Schutz der Kleinen angesichts von sexualisierter Gewalt im Neuen Testament. Dabei möchte ich nicht bestreiten, dass die Bezeichnung Kleine bei Matthäus und auch ursprünglich bei Jesus Glaubende allgemein meinen kann. Aber dann weniger deshalb, weil sie im Glauben nicht genügend gefestigt gewesen wären, sondern vielmehr, weil sie in der damaligen Gesellschaft Kleine waren. Arme, hungernde und verletzte Frauen und Männer, denen die Vergnügungen einer reichen, satten Partygesellschaft verschlossen waren. Die Menschen, die Jesus am Anfang gefolgt sind, konnten sich aus ihren eigenen Erfahrungen mit Kindern und Jugendlichen als Betroffenen von Gewalt identifizieren. Das galt für die spätere Gemeinde bei Matthäus wohl nicht mehr in gleicher Weise. Das Matthäusevangelium spricht schon indirekter und distanzierter von den Erfahrungen von Armut und Unterdrückung, als Jesus selbst dies tut. Aber auch die spätere Gemeinde bei Matthäus hat gesellschaftliche Gewalt erfahren, und diese Gewalt ist nicht nur von außen in die Gemeinde hereingetragen worden, sondern sie ist in ihr selbst gewachsen. Es gab Gewalttäter innerhalb der Gemeinde selbst und deshalb wurde die Gewalt kritisiert.
Die Texte, die wir gesehen haben, befinden sich in einem Zusammenhang bei Matthäus, der gewöhnlich als Gemeinderede bezeichnet wird. Die Gewalt in der Gemeinde wurde von gesellschaftlichen Strukturen befördert, mit denen die Gemeinde verwoben war und die sich als patriarchal bezeichnen lassen. Erika Kerstner hat im Blick auf das soziale Leben heutiger Gemeinden geschrieben: Wenn in einer Seelsorgeeinheit, da sieht man, dass sie die Freiburger Terminologie schon sich angeeignet hat, wenn in einer Seelsorgeeinheit mit ca. 7000 KatholikInnen 10% zum Sonntagsgottesdienst gehen, so sind unter ihnen statistisch gesehen und häufig auch tatsächlich 84 MitchristInnen, die zwischen 0 und 14 Jahren sexuellen Kindesmissbrauch erlebt haben. Nehmen wir die Frauen und Männer hinzu, die nach dem 14. Lebensjahr sexuelle Gewalt erlebt haben, so müssen wir damit rechnen, dass in jeder Versammlung von mehr als 4 ChristInnen ein Opfer sexueller Gewalt anwesend ist. Opfer sexueller Gewalt achten meist sehr aufmerksam darauf, ob eine christliche Gemeinde sie ausgrenzt oder als zugehörig ansieht. Sie erwarten Stärkung ihrer Hoffnung und Ermutigung ihrer Zuversicht, die sie im Leben mit anhaltenden Traumafolgen brauchen, um es zu bewältigen. So Erika Kerstner in der sehr lesenswerten Broschüre der Bischofskonferenz Kinder haben Rechte in einem Gastbeitrag, Seite 20. In der Missbrauchskrise der Kirche wiederholen sich Erfahrungen, mit denen schon Christinnen und Christen im Neuen Testament konfrontiert waren. Sie zeigen, dass die Messiasbewegung um Jesus von Anfang an in patriarchale Gefüge eingespannt war. Deshalb ist es immer problematisch, wenn Vertreter der Kirche den moralischen Zeigefinger gegenüber anderen erheben bei Missständen, von denen sie selbst innerhalb der Kirche betroffen sind. Selbstkritik ist da viel mehr als erste Antwort gefragt. Diese Selbstkritik bezieht sich auch auf die sakralen Autoritäten christlichen Lebens, also auch auf das Neue Testament als Teil der Bibel. Wenn christliche Gemeinden heute der Sendung Jesu folgen wollen, Menschen die frohe Botschaft Jesu erfahrbar zu machen, können sie an den Erfahrungen von Betroffenen sexualisierter Gewalt nicht vorbeisehen. Das gilt aber bereits für eine heute zeitgemäße Hermeneutik des Neuen Testament. Es ist konsequent so zu verstehen, dass dabei die Erfahrungen der Kleinen Rücksicht erlangen, die unter den Mechanismen ungerechter Machtverhältnisse zu leiden hatten. Lange Zeit habe ich keinen Begriff gefunden, der eine Analyse der ungerechten Machtstrukturen ermöglicht hätte, die immer wieder aufs Neue Kleine verletzen. Diese Strukturen reichen in menschliche Beziehungen hinein. Sie hemmen geglückte sexuelle Begegnungen und können Sexualität so zu einem angstbesetzten und traumatisierten Bereich des Lebens machen. Das Neue Testament nennt diese Strukturen der Ungerechtigkeit Herrschaften und Gewalten. Es geht dabei also um Mächte in menschlichen Beziehungen und auch um die Frage, von welchen Mächten werden Menschen in ihren Beziehungen bestimmt. Heute sehe ich den Ausdruck Patriarchat als einen analytischen Begriff, der solche ungerechten Strukturen entziffern lässt. Ich habe diesen Begriff früher als feministischen Kampfbegriff verstanden. Damals, als ich noch unreif war, als habe ich ihn vor allem im Mund von Emanzen meiner Sicht nach wahrgenommen und habe ihn mir irgendwie nicht aneignen können. Ich kann die Sicht dieser Frauen heute deutlich besser verstehen, als ich es damals getan habe. Der Begriff Patriarchat hat aber auch ein analytisches Potenzial für die Schriften des Neuen Testaments und damit auch für die Kirchengeschichte. Mit seiner Hilfe lassen sich Strukturen diagnostizieren, die Ungerechtigkeit in Liebe und Sexualität und in vielen anderen Bereichen etwa in der Amtsfrage zulassen und begünstigen. Meinem Überblick nach ist dies von Luise Schottroff sehr klar so gesehen worden. Sie hat die Geschichte des frühen Christentums in Beziehung zum Patriarchat rekonstruiert und damit eine Grundlage geschaffen, in den neutestamentlichen Schriften die eschatologische Hoffnung freizulegen.
Sie entdeckt im Neuen Testament die Geschichte von Befreiungsschritten und Niederlagen in dem Bemühen, dieser Hoffnung in den christlichen Gemeinden Raum zu geben. Sie schreibt: Wer also ist das Patriarchat? Und sind die vielen Männer und wenigen Frauen der Elite, die direkt oder indirekt Arme ausbeuten und patriarchale Ehe für das Herzstück der Gesellschaft und des Evangeliums halten und entsprechende Gesetze durchsetzen. Und es sind die vielen Frauen und wenigen Männer, die an diesem System leiden, es aber stützen und mittragen. Ich kann nicht jeden Punkt von Luise Schottroffs Analyse nachvollziehen, etwa wenn sie in dem zitierten Absatz den Paragraphen 218 auch zu den Gesetzen zählt, die patriarchale Macht stützen. Meines Erachtens kann auch eine erneuerte katholische Sexualethik in dem Schutz ungeborenen Lebens, der mit Paragraph 218 gegeben ist, Aspekte einer gerechten Norm abgewinnen. Aber insgesamt hat Luise Schottroff mit dem Patriarchat, einem heutigen Verständnis des Neuen Testaments, einen analytischen Begriff an die Hand gegeben, der hilft, urchristliche Hoffnungen auf Befreiung von Strukturen des Missbrauchs und des Machtmissbrauchs zu unterscheiden. Schon die verbreitete Bezeichnung des Missbrauchs als sexueller Missbrauch entspricht einer patriarchalen Sicht von Sexualität und ist daher in gewisser Weise verräterisch. Der Ausdruck sexueller Missbrauch könnte implizieren, dass es auch einen legitimen Gebrauch von Sexualität geben könnte. Er kann zudem verschleiern, dass der Missbrauch sich nicht nur auf Sexualität bezieht, sondern vor allem einen Missbrauch von Macht über andere Menschen darstellt. Paulus spricht von dem natürlichen Gebrauch von Sexualität in einem patriarchalen Sinn und lehnt deshalb gleichgeschlechtliche Liebe ab. Im Römerbrief geht er davon aus, dass Frauen sich einem natürlichen Benutztwerden, Physikae Chräsis, durch Männer unterwerfen müssen. Römer 1, 26 bis 27. Männer entbrennen und begehren natürlicherweise Frauen. Frauen, die sich diesem Benutztwerden durch Männer entziehen, machen einen widernatürlichen Paraphysin-Gebrauch von ihrem Körper. Sie sind Leidenschaften hingegeben, so Paulus, die Unehre bringen. Das patriarchale Verständnis von Sexualität legt mit einem biologischen Dualismus daher sexistische Rollen für Frauen und Männer fest. Gleichgeschlechtliche Liebe hat in diesem patriarchalen Konzept keinen Platz. Diese Werturteile werden heute noch wörtlich übernommen, wenn in einigen kirchlichen Kreisen homosexuelle Priester als Hauptschuldige für den Missbrauchsskandal stigmatisiert werden. Auch der Katechismus der katholischen Kirche wiederholt die Werturteile des Paulus wörtlich, wenn er festhält, dass, ich zitiere, die homosexuellen Handlungen in sich nicht in Ordnung sind. In sich nicht in Ordnung sind. Sie verstoßen gegen das natürliche Gesetz. Oder der katholische Katechismus der katholischen Kirche in Nummer 1357. Ein Fortschritt gegenüber Paulus ist, dass der Katechismus Homosexualität als sexuelle personale Orientierung anerkennt. Anders als Paulus unterscheidet der Katechismus zwischen Homosexualität als persönlicher Orientierung und homosexuellen Handlungen. Diese Unterscheidung wird von vielen Homosexuellen als unzureichend empfunden und nicht nur Homosexuellen, als wahrscheinlich Mensch mit einer eher heterosexuellen Benutzeroberfläche würde ich mich auch dazu zählen. Ich finde diese Unterscheidung auch problematisch. Immerhin ermöglicht diese Unterscheidung aber für viele einen ersten Schritt, ihr negatives Urteil über Homosexualität zu hinterfragen. Es würde einer Befreiung von einer patriarchalen Sicht der Sexualität bedeuten, wenn gleichgeschlechtliche Liebe als heteronormative Form von Sexualität anerkannt würde. Dazu müssten die Abschnitte über Homosexualität im Katechismus der katholischen Kirche aber weitgehend neu formuliert werden. Damit komme ich zum dritten Abschnitt. Ansätzen zu einem Neustart in der Sexualmoral, wenn Sie so wollen, aus unserem offenen Brief.
Es braucht daher eine neue Begründung christlicher Ethik von Liebe und Sexualität. Sie müsste Formen gleichgeschlechtlicher wie andersgeschlechtlicher Liebe in ihrem Verantwortungsbewusstsein gleichermaßen ansprechen. Margaret Farley hat dazu 7 ethische Normen für Gerechtigkeit in Liebe und Sexualität entwickelt. Das ist eine US-amerikanische katholische Moraltheologin und Ethikerin. Ihr lesenswertes Buch zur Sexualethik hat im deutschsprachigen Raum leider nicht viel Beachtung gefunden. Das liegt auch an dem Titel der deutschen Übersetzung. Der englische Titel Just Love enthält ein Wortspiel, das zugegebenermaßen im Deutschen nicht wiedergegeben werden kann. Denn Just Love kann nur Liebe oder eben gerechte Liebe zugleich meinen. Der Titel der deutschen Übersetzung lautet aber ganz anders. Verdammter Sex ist der Titel. Er hat mich auch zunächst einen Bogen um das Buch machen lassen, bis mich eine Kollegin darauf aufmerksam gemacht hat, dass es lesenswert ist. Ich hoffe, dass man in Freiburg hier darauf hoffen kann und dass das bei Herder nicht passieren kann. Es ist immerhin in der Wissenschaftlichen Buchgesellschaft erschienen unter diesem Titel Verdammter Sex als Übersetzung von Just Love. Das Buch hat eine größere Aufmerksamkeit im sexualethischen Diskurs verdient. Aus den 4 Quellen, Zeugnis der Bibel, das Zeugnis der christlichen Tradition, den Erkenntnissen der modernen Wissenschaften und der menschlichen Erfahrung, und diese 4 Quellen gehören zusammen, hat Margaret Farley 7 verschiedene Normen für Gerechtigkeit in Liebe und Sexualität gefolgert. Unversehrtheit, Einvernehmlichkeit, Gegenseitigkeit, Gleichheit, Verbindlichkeit, Fruchtbarkeit und soziale Gerechtigkeit. Ansätze zu diesen 7 Normen lassen sich auch im Neuen Testament finden. Die Rücksicht auf soziale Gerechtigkeit ist für das Neue Testament fundamental. Sexualität ist für das Neue Testament kein Lebensbereich, über den Menschen in einer modern verstandenen Autonomie bestimmen können. In Hausgemeinschaften hat das erste Christentum die sozialen Räume gesehen, in denen das Reich Gottes patriarchale Strukturen in Sexualität und Liebe überwindet. Die verbreitete Form der Verbindlichkeit von Liebe und Sexualität ist für das Neue Testament deshalb die Ehe gewesen. Vielfach allerdings in einem nicht-patriarchalen Sinn. Die Ehe ist für das Neue Testament wie für die gesamte biblische Tradition der legitime Ort für sexuelle Aktivität. Allerdings kennt bereits die jüdische Umwelt des Neuen Testaments Vorstadien zur Ehe, in denen Frau und Mann moralisch verantwortet sexuell zueinander kommen können. Das Neue Testament lässt auch die Auflösung einer Ehe in bestimmten Fällen zu. Außerdem ist die Norm der Fruchtbarkeit in den neutestamentlichen Schriften nicht damit identisch, dass alle sexuelle Aktivität mit dem Ziel verbunden sein müssen, Kinder als Nachkommen zu zeugen. Diese Vorstellung ist in der Antike verbreitet. Sie ist angesichts des Fehlens effektiver Verhütungsmittel als Norm auch nachvollziehbarer als heute. Im Neuen Testament ist sie aber nicht als einziges Ziel sexuellen Zusammenkommens belegt. Das erste Christentum kennt in gemeinsamer apostolischer Arbeit oder in Verantwortlichkeiten im Rahmen der Hausgemeinschaft vielfältigere Formen der Fruchtbarkeit als die Zeugung von Nachwuchs. 4 der Normen von Margaret Farley seien zum Schluss etwas ausführlicher begründet. Unversehrtheit. Diese Norm lautet, füge anderen keinen ungerechtfertigten Schaden zu. Sie folgt daraus, dass Jesus in der Bergpredigt das Dekaloggebot, du sollst nicht töten, verschärft. Jesus sieht von diesem Gebot auch seelische Verletzungen angesprochen, die Menschen einander zufügen, etwa durch Beleidigung. Das Tötungsverbot der Tora umfasst für Jesus also auch das gesamte Spektrum seelischer und körperlicher Gewalt. Die Fähigkeit zu lieben ist einer der Bereiche, in dem Menschen mit am tiefsten verletzbar sind. Es ist die Fähigkeit, Vertraulichkeit und Nähe zu anderen Menschen zuzulassen. Deshalb ist sie auch mit sensiblen Grenzen der Scham verbunden. Verletzungen können verbaler Art sein, wenn Partner einander täuschen oder den anderen betrügen. Körperliche Verletzungen sind alle Formen, mit der ein Partner den anderen nicht mehr als Zweck in sich sieht,
sondern als Objekt seines Begehrens instrumentalisiert. Einvernehmlichkeit und Gleichheit. Die Norm der Einvernehmlichkeit folgt aus dem neutestamentlichen Bekenntnis zur menschlichen Freiheit. Befreiungserfahrungen gehörten zum Kennzeichen der Messiasbewegung von Jesus von Nazareth, zwar nicht im Sinne moderner Autonomierechte, wohl aber als Freiheit von etwas, also auch die Freiheit, von anderen gegen den eigenen Willen bestimmt zu sein. In Liebe und Sexualität fordern gerechte Beziehungen daher, die körperliche und seelische Integrität des anderen zu respektieren. Aus dieser Norm folgen daher die Gebote: nicht anfassen, nicht eindringen, nicht benutzen, es sei denn, das Individuum stimmt freiwillig zu. Einvernehmlichkeit erfordert als Respekt vor der Freiheit des anderen allerdings auch eine gewisse Form der Gleichheit. Sie ist vor allem im Freundschaftsideal der neutestamentlichen Messiasgemeinden erkennbar. Dass diese Gemeinden ein Herz und eine Seele waren, war wohl vor allem in Hausgemeinschaften erfahrbar. Und schließlich als vierte Norm Gegenseitigkeit. Sexuelles Zusammenkommen wie auch sexuelle Enthaltsamkeit in einer Paarbeziehung sind bereits für Paulus einem verbreiteten asymmetrischen hierarchischen Verständnis entzogen. Sexuelle Beziehungen bedürfen einer gegenseitigen symmetrischen Verständigung. Eine verbreitete Anthropologie in der Umwelt des Christentums hat dies nicht so gesehen. Sie sah im Mann den aktiven und in der Frau den passiven Part einer Beziehung, psychosozial wie auch genital. Auch die Reziprozität in Liebe und Sexualität gehört daher wohl mit zu den Befreiungserfahrungen des frühen Christentums. Die Norm der Gegenseitigkeit in der Sexualität sieht in dem Begehren eine positive innere Bewegung. Das Begehren geht nicht nur in der Suche nach Lust und nach Triebentspannung auf. So hat die christliche Tradition das Begehren mit einer einseitigen Paulus-Interpretation verstanden und in der Konkupiszenz eine menschliche Ursünde gesehen. Dabei hat sie die Konkupiszenz vor allem sexuell gesehen. Dies entspricht aber nicht Paulus. Paulus sieht ursprünglich Begehren nicht schon als moralisches Problem. Es kann vielmehr positive Kräfte entfalten. Kreativität, Wettbewerb, Aggression, sogar Eifer und die Sehnsucht nach Nähe und Zärtlichkeit. Paulus selbst schreibt von sich, dass er begehrt, etwa die Gemeinden wiederzusehen. Das Begehren wird auch durch sein Objekt noch nicht zu einer Bedrohung sozialen Friedens und sozialer Gerechtigkeit. Eine Frau oder ein Mann, aber auch ein schönes Kleidungsstück oder ein Glas Rotwein kann begehrenswert sein, und das Begehren wird dadurch noch nicht zu einem moralischen Problem. Zu einem Problem wird das Begehren vielmehr erst dann, wenn es mit den Rechten anderer in Konkurrenz gerät. Für diesen Fall, aber exakt für diesen Fall, verbieten die Dekalog-Gebote das Begehren. Begehren verlangt daher in einer zwischenmenschlichen Beziehung auch Gegenseitigkeit. Es ist aber ein positiver Wert, dass eine Beziehung Lebendigkeit und Glückserfahrung schenken kann. Vier der Normen habe ich etwas ausführlicher vom Neuen Testament her begründet. Drei Normen habe ich nur angeschnitten im Blick auf das Neue Testament. Das heißt, und damit komme ich zum Schluss, im Grunde genommen bleibt dieser Ausblick auf die Normen noch fragmentarisch. Das entspricht aber dem Bild von Franziskus für die Kirche, einem Feldlazarett. Ein Feldlazarett ist eben etwas Mobiles und auch etwas, das noch provisorisch ist. Eine Verletzte und Verwundete erfahren ja im Feldlazarett nur eine erste Form von Heilung. Als solches ist dieser Ausblick gemeint, er bedarf noch weiterer Ausarbeitung und ich glaube, er bedarf vor allem einer Vertiefung in einem echten Neustart der Sexualmoral. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.